herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe Harald Kautz-Weller bei mir. Wir hatten schon zwei Interviews, die Dagmar gemacht hat. Er ist der Übersetzer des Buches von Cara St. Louis, die wir hier auch schon zweimal gehabt haben oder sogar mehrmals, die jetzt auch bei The People's Voice mehrmals auch schon was gesagt hat. Du hast das übersetzt, ist ja eigentlich ein Roman. Und bis da war aber so viel drin, wo du gesagt hast, Mensch, da muss ich mich intensiver mit befassen. Das hast du in dem einen Gespräch erzählt. War das für dich so der Einstieg überhaupt in die Chemtrails Geoengineering oder hast du da nur noch Informationen bekommen, dass du sagst, da muss ich weiter forschen? Gedacht war es als mein Ausstieg aus dem Thema. Ich dachte, ich bin fertig, nachdem ich den Bereich Nanopartikel-Pflanzenwachstum abgehandelt hatte und das Gefühl hatte, so, da gibt es nicht mehr allzu viel zu entdecken. War ich aus Norwegen zurück nach Deutschland gekommen, suchte irgendeine Beschäftigung, hatte das Angebot, eben diesen Chemtrail-Roman zu übersetzen. Und da waren dann halt Dinge drin plötzlich, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Der ganze Bereich, wo sie implizit über Morgellons spricht. Sie benennt sie nicht in dem Roman als Morgellons, wohl, ja, um sich selber als Person zu schützen, aber die Beschreibung ist sehr deutlich und klar. Und dann hatte ich halt diese Übersetzung gemacht und war irgendwo auf der Suche nach einer Schnittstelle zwischen den feinen Details in dem technischen Plasma, was die Militärs verwenden, und eben dieser transhumanistischen Technologie, die sie in den Sonnendieben beschreibt. Wollte einfach mal gucken, ob es da Schnittstellen gibt, ob dieselben Partikel in beiden Systemen eine Rolle spielen, auch um zu gucken, wie weit die verschiedenen Protagonisten zusammen, bewusst zusammenarbeiten, oder ob da eine Trennungslinie ist, dass vielleicht die Geheimdienste ihr Ding machen und die Militärs ihr Dings und die wissen vielleicht gar nicht voneinander. Einfach mal so eine organisatorische Analyse wollte ich haben und bin darüber durch Zufall in Wespen. Zufall. Ja, ich war auf der Suche nach einem Hersteller, ja, von Quantum Dots und von Nanodice. Ja, das sind jetzt ganz kleine Nanodinger, die was machen? Nein, das sind in erster Linie die Farbstoffe. Das sind die Farbstoffe in den Morgellons und das sind die Farbstoffe, die in der Lage sind, eben Funksignale in DNA lesbares Licht zu verwandeln. Mhm. Und stoße auf eine Firma in Berlin, wo sich hinterher herausstellt, das ist eigentlich nur eine Tochter von einer amerikanischen Firma, die bundesdeutsche Steuergelder abgreift in Adlershof, und zwar nicht wenig. Und die sind halt weltführend in der Herstellung, Entwicklung von diesen Farbstoffen und von anderen Gerätschaften, die für die transhumanistische Forschung notwendig sind. Wir müssten jetzt, wenn man jetzt in die Sendung kommt, eigentlich vorausschicken, die beiden Sendungen, die wir jetzt schon mit dir gemacht haben, eigentlich anzugucken, auch die mit Cara St. Louis. Und ich würde auch, würdest du den Roman wahrscheinlich auch empfehlen, weil er ist zwar ein Roman, aber es ist so viel drin. Sie hat so schön eigentlich beschrieben, wie das überhaupt funktioniert. Man fragt sich ja immer, Chemtrails, das ist doch gar nicht möglich, wie soll denn das gehen, die Piloten und so, die beschreibt eben, wie die da reinkommen und wie die alle dann auch nicht drüber reden dürfen, und wie sie gutes Geld verdienen, also richtig, ja, viel Geld. Also das ist die Stärke von dem Roman, dass er alle Organisationsebenen, die beteiligt sind, an dem Gesamtwerk psychologisch verständlich macht. Ja, selbst diese Hintergrundmächte mal, ja, in so einer Situation, wie die auch untereinander sich nicht grün sind und aber diese Strukturen, also es ist, ja, eigentlich sehr schön geschrieben, ja, aber auch, ja, über Fliegerei sehr profundes Wissen und zum Schluss auch eine Lösung, aber wie gesagt, das ist der Roman. Wir wollen jetzt, also wir setzen das voraus, dass jemand sich schon mal damit befasst hat, dass Chemtrails existieren, dass es nicht einfach der Flugverkehr ist, der zugenommen hat, dass da Dinge gesprüht werden, Aluminium, Barium, Strom, alles Mögliche, und eben auch diese morgellonsche Krankheit, über die wir oder du mit Dagmar schon gesprochen hast, das setzen wir jetzt mal voraus. Wir gehen aber noch darüber hinaus. Im Grunde haben wir es damit Szenarien zu tun, die wir aus einem Science-Fiction-Film sind, aus Alien, wo dann irgendwelche Dinge im Körper wachsen und auf einmal den Körper übernehmen und Technik, die uns übernimmt, also wie bei Transformers oder bei Terminator, also diese Science-Fiction-Filme, da ist auch überall scheinbar was drin, was nämlich dieses Denken zeigt von dem, was da passiert. Und dann gibt es diese wirklich Science-Fiction-Sachen, die mit den Super-Soldiers, die du auch schon mal kurz erwähnt hast, zu tun hat,
wo es dann ganz spooky wird, dann gibt es dieses Black Goo. Also man kann das auf englischen Interviews, kann man sich das irgendwo im Internet auch raussuchen. Wäre auch schön, wenn die Leute es verstehen. Kannst du das irgendwie erzählen, wie das alles zusammenhängt? Ja, es gibt einen Zusammenhang, der ist relativ komplex. Und ich weiß auch nicht, wieso der sich mir offenbart hat. Das war Fügung, glücklicher Zufall. Ich war auf der Suche nach den Ursprüngen der Morgellons. Ja, das war erstmal genau zu verstehen, wie sie funktionieren. Das ist in dem vorherigen Interview, denke ich, abgehandelt. Ja. Dann war ich auf der Suche nach, wo kommen sie her? Und die früheste schriftliche Erwähnung ist 1969 in dem Roman Andromeda von dem Michael Crichton. Crichton, da gibt es sogar eine Verfilmung. Genau. Von, ja. Der beschreibt im Buch definitiv detailreich mit technischen Zeichnungen diese Lebensform schon, 69. Mhm. Und dann habe ich hier noch ein paar Kontakte, Ex-Bundeswehrforschung in Deutschland, wo man dann hin und wieder mal Informationen kriegt, die man sonst nicht kriegen würde. Und ja, das war schon deutsch. Das heißt, das ist wie die Karas und Luis das beschreibt mit Operation Paperclip, ist die gesamte NS-Biowaffenforschung in die Staaten übergesiedelt und ist dort weiter fortgeführt worden. Das heißt, ich war auf der Suche nach den Ursprüngen der Morgellons in der NS-Biowaffenforschung und habe mich da mit einschlägigen Leuten getroffen, die in dem Bereich forschen. Suche war erfolgreich, deswegen nenne ich keine Namen. Und bin aber jetzt nicht auf Morgellons gestoßen, sondern bin auf Black Goo gestoßen. Das muss man kurz übersetzen. Black kann man noch sich nicht erschließen, ist schwarz, aber Goo ist sowas wie Schleim oder Glibber oder ölig. Das ist das Zeug bei Ghostbuster, was am Ende aus dem Erdinneren strömt und ganz New York überschwemmt, in einer Parodie. Ja. Das ist in ganz, ganz vielen Bereichen abgehandelt worden. In Akte X und so. Es gibt ganz oft mal dann Szenen, wo auf einmal Menschen, was weiß ich, ganz schwarze Augen oder die Augen färben sich schwarz, als wenn so ein Ölfilm so drüber geht. Hat das was damit zu tun? In der Reihenfolge, wie ich es entdecken konnte, ich hatte einen Bekannten, der wollte mir unbedingt ein Video zeigen, da ging es um den Falklandkrieg. Wo es halt hieß, die Argentinier haben auf der südlichen Thule-Insel ein Ölreservoir im Blick gehabt, was sie gerne für sich gehabt hätten, haben deswegen diese Insel besetzt und die Briten sind dann hin und haben ganz Falkland zurückerobert. Dann haben sie dieses Öl selber abgepumpt, nach Großbritannien gebracht, mit dem Ziel, in der Militärforschung Nanorobots mit künstlicher Intelligenz zu versehen und Quantencomputer mit Hilfe dieses Öls zu entwickeln. Also nochmal, das ist jetzt kein normales Erdöl oder ist nein, es das doch, ist kein ist ein normales, spezielles Erdöl? Es sieht aus wie Öl, ja. Es ist aber magnetisch und hat andere Fernwirkungen, die in der Physik noch nicht bekannt sind. Und scheint so richtig intelligent und bewusst zu sein, oder wie? Und es trägt Bewusstsein. Also sie wollten es mit künstlichem Bewusstsein besetzen, eben für diese Computeranwendung, haben aber festgestellt, es ist schon beseelt und hat dort mit den Labormitarbeitern gesprochen. Und zwar auf eine sehr friedliche Art und Weise. Moment, das Öl hat mit den Labormitarbeitern gesprochen. Also einmal, es bewegt sich, es formt sich, wie in diesen Filmen zeigt. Und es nimmt telepathischen Kontakt auf und infolge, was auch immer dieses Öl dort getan hat, 43 Mitarbeiter haben sich auf bestialische Art und Weise selbst gerichtet. Und die anderen sind über eine Affirmation, bitte verbinde mich mit der einen Quelle, ins Einheitsbewusstsein übergegangen. Das heißt, die hatten fortan eine telepathische Verbindung mit allen Pflanzen, allen Tieren, allen Mitmenschen. Neue Sprache lernen war in 2 Wochen möglich, völlig problemlos. Also hochintelligent, hochsensitiv, hochmitfühlend. Eigentlich das hatte ich so das Gefühl, was man sich wünscht für den Planeten. Du hast in der anderen Sendung über die Morgellons auch schon gesagt, im Grunde ist es eine positiv gesinnte Wesenheit oder Spezies oder wie immer man das nennen will, die aber missbraucht wird. Ja, aber das hängt damit jetzt so konkret. Nee, aber es ist so ähnlich im Grunde. Also das, erstmal verstehen, was ist Black Goo. Ja. So, das ist der erste Schritt. Also das von Falkland, freundlich gesinnt, mitfühlend, nur manche Menschen, die wohl zu viel Ego an Bord haben,
gehen drüber über den Jordan, werden wahnsinnig, richten sich selber, geht nicht. Deswegen, das Militär musste da aufhören mit der Forschung. Die haben das irgendwie wohl über die Kanalisation entsorgt, die Reste. Hat noch Infektionen in der Bevölkerung gegeben. Also, dass diese Effekte eben auch in der Bevölkerung hier und da auftauchten. Ende der Geschichte. So, es gibt noch mehr darüber. Alles andere, was ich gefunden habe, habe ich als Desinformation empfunden. Interessant noch die Protokolle von Deepwater Horizon-Unglück, wo angeblich 8 international unterschiedlicher Herkunft U-Boote da drumherum gestanden haben und sich drum gezankt haben, wer denn jetzt Proben nehmen kann von dem Öl, was dort austritt, weil das angeblich auch so ein abiotisches Öl ist, inklusive Funkverkehr von den Franzosen, die dann was an Bord haben, wo die ganze Technik ausgefallen ist wegen dieser spukhaften Fernwirkung von dem Öl und die Leute Psychosen gekriegt haben an Bord schon. Da gibt es einen Mitschnitt von dem großen internationalen diplomatischen Funkkanal, wo eigentlich Weltkrisen bewältigt werden sollten. Der ist noch ganz interessant, den findet man auch online. Und alles andere habe ich als relativ störend und desinformativ empfunden. Da gibt es von dieser Rachel dieses Super Soldiers Videos. Ich mag sie als Charakter. Ich unterstelle ihr auch keine Desinformationsabsicht. Aber sie ist natürlich schwer traumatisiert. Sie ist traumatisiert und sie hat halt Kontakt gehabt mit einer Form dieses Öls. Mhm. Und bevor man nicht weiß, dass es mehrere gibt, kommt man da auch schnell durcheinander. Also das, wie gesagt, das aus Falkland augenscheinlich uns wohlgesonnen. Okay. Ja? Nicht verträglich wirklich, weil Prozesse in Gang gesetzt werden, für die wir offensichtlich nicht gemacht sind. Also die einen können damit umgehen, die ja, anderen aber mit nicht. Starken, mit starker Auswirkung, ja. starker Veränderung. Zwar zum Positiven letztendlich, aber es ist halt ein wahnsinniger Katalysator. Ja. So, meine zweite Begegnung war ein neuer Kumpel von meinem ältesten Sohn, geboren in Südengland in der Nähe der Labors, der mir erzählt, er konnte mit 2 Jahren schreiben und lesen. Ja, wo ich dachte, upsa, Respekt. Und auch ansonsten eine Präsenz, eine Ausstrahlung irgendwie, wo ich dachte, das ist kein normaler Mensch. Irgendwie hatte der was mich total berührt hat, eine Unmittelbarkeit, eine Intensität im Gespräch, also wahnsinnige telepathische Anbindung. Ich meine, ich habe das eh auf der anderen Seite in mir ein bisschen, da findet man selten ein Gegenüber, was sich so anbinden kann. Und dann habe ich ihn mal darauf angesprochen und dann meinte er, ach, deshalb unterhalte ich mich immer mit Mutter Erde. Okay. Und der empfindet das wirklich als diese Entität im Erdinneren, Träger des Kollektivbewusstseins, Mutter Erde. Als Informationsspeicher könnte man es auch als die Akasha, also den physischen Sitz der Akasha-Chronik bezeichnen. Da ist was. Ja, da ist irgendeine Substanz, die uns Bewusstseinsspiegel ist, wo wir ständig in Informationsaustausch sind. Und man sollte nicht versuchen, in seinen Spiegel reinzutreten. Ja? Ne? Also stimmt, ja. von der plumpen Physik her. Ja, ja, ja. Ne? Deswegen diese komischen Auswirkungen. Aber wenn ich das Zeug halt in den Körper reinlasse, dann verändert es diese ganzen Informationskanäle auf eine bestimmte Art und Weise, dass ich halt eine sehr starke Anbindung kriege an das Erdinnere. Mhm. Ja, weil Gleiches mit Gleichem kommuniziert durch mich. Und offensichtlich auch, das ist das, was diese ganzen Leute, die das untersucht haben in der Post-Falkland-Ära, verängstigt hat, eben diesen Verlust des Egos und der Autonomie. Ne? Ja, das ist das, wo ich denke, das hat das Ego in den Selbstmord getrieben. Ja. Aber du sagst ja auch noch auf grausame Art. Ja, ja. Ist da nicht eine Bewusstartigkeit dann von der Substanz zu befürchten, dass die vielleicht, oder ist das dann der Spiegel dessen, was sie selber? So. Nächster Schritt. Kommen wir hin. Ich war auf der Suche nach den Morgellons, habe mich getroffen am Untersberg oben in Oberösterreich mit ein paar NS-Forschern, wollte die interviewen eben zum Thema, wo finde ich die Morgellons in der NS-Forschung und was macht der eine, macht einen Koffer rauf und packt mir ein Black Goo auf den Tisch. Und zwar einmal in Form von, ich sag mal, Ölschiefern, sieht ein bisschen aus wie Speckstein von der Art her, und dann auch aus diesen Steinen extrahiert. Also flüssig. Flüssig. Ja. Und die flüssige Variante war unglaublich, weil nicht flüssig am Boden stehen, sondern Flüssigkristall in einer definierten hochgeometrischen Form, wie so 2 Plastik-Sektkorken, die spiegelsymmetrisch aufeinander stehen. Und wenn man da nur hingedacht hat an das Ding, ist das rumgesprungen. Ja, und dann hat er 2 von diesen Töpfen und auf einen Abstand von 5 Meter haben die sich mitgekriegt und wollten zueinander, fingen an zu randalieren in den Töpfen.
Ja, der eine hat hinter einen Sprung an der Seite gehabt. Also wirklich belebt, hochintelligent. Und da wusste ich, was auch diese Rachel in den Super Soldier Summits meint, die Bosartigkeit von dieser Qualität von Black Goo. Also das war, das Herz ist leer geblutet in dem Raum, auf null. Konnte man richtig merken, alle Kraft, die man normalerweise in der Brust, im Ausdruck und auch Wut, ja, die Zwischenchakren, einfach leer gelaufen, ja, eine völlige Kraftlosigkeit. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist Verstand, Lebensenergie und Sexualität. Das ist drin in dem, in dieser Art von Black Goo. Und dann kann man jetzt natürlich anfangen nachzudenken. So, die Nazis haben nach Ölschiefern gesucht, um ihr Energieproblem zu lösen. Die haben Lias Epsilon-Schiefer gefunden, angenommen, da war das Zeug mit bei. Dann ist das 300 Millionen Jahre altes Bewusstsein, was sich seitdem nicht mehr entwickelt hat. Ja? Ja. Das heißt, es ist reines Reptilienbewusstsein. Kein Herz, keine Wut, Überlebensinstinkt, Lebensenergie, Intelligenz, alles da. Ja. Ja. Und deswegen diese Möglichkeit, eine und dieselbe Substanz eben in einer Art und Weise zu haben, wie wir Menschen heute organisiert sind, mit dem Sieben-Chakren-System, aber eben auch Überreste, die ganz anders organisiert sind. Und in dem Moment, wo ich in diesem Raum drin war, habe ich einmal gesehen die Verbindung zu den Morgellons, weil es die gleichen Farben sind. Ja, blau und rot und gelb. In Morgellons gelb ist selten, aber gibt es. Mhm. Ja, und entsprechend die Chakren, rot, die dort noch aktiv sind. Das hat was farblich miteinander zu tun. Das war das eine. Und das zweite, ich hatte das Gefühl, dass das was mit dem Sündenfall zu tun hat. Also es war einfach so eine Idee. Ich dachte, hey, die haben doch diesen blöden Apfelbaum, sagt man bei uns, eigentlich war es ein Granatapfel, diesen blöden Granatapfelbaum im Paradies haben die mit dem Zeug vergiftet. Und das pflanzt sich über die Generationen fort und dann kriegt man Zugang zu diesen Blutslinien ja, und zu diesen ganzen anderen relativ finsteren Themen, die so unterwegs sind. Und habe mich dann einfach mal auf die Suche gemacht und habe diesen schwarzen Stein hinterher recherchiert. Und das ist echt ein Abenteuer, weil die ziehen sich quer durch die Menschheitsgeschichte bis in die allerfrühesten Anfänge. Also die werden erwähnt in den matriarchalischen Tempelkulten, sind bekannt als Shivas Lingam im Bereich Indien drüben. Also der Phallus des Kriegsgottes, auch mit dieser Ausstrahlung, dieser kalten, aggressiven Präsenz. Finden sich im Herzen des Orakels von Delphi, im alten Rom, in Ägypten hat es diese Stelen immer in derselben Form geschnitten gegeben. In Beit El in Palästina stand eins und jetzt bis rein in die aktuellen Weltreligionen. In Mekka, in der Kaaba, ist ein Fragment von so einer Stele, wo alle Moslems einmal in ihrem Leben ihre Lippen draufdrücken sollten. Unter jedem Altar in den katholischen Kirchen ist so ein Altarstein vergraben. Das geht rein bis in die Templerorden und die Ausgründung, die Herren des Schwarzen Steins, wollte die sich um das sagen, und von dort zu den Nazis. Ja, ja? Weil die haben ganz massiv den Templern hinterher geforscht und es ist jetzt unklar, ob die Bestände, die sie da in Nazi-Stollen gefunden hatten, ob das aus der Templerlinie quasi schon früher aus der Erde geholt worden ist oder ob das aktuelle Fundgruben waren, wo jetzt auf der Suche nach Ölschiefern die Nazis selber was davon an die Erdoberfläche geholt haben. Mhm. Auf jeden Fall ist das altes Black Goo mit dem alten Bewusstsein. Und das würde erklären die Dualität auf dem Planeten, dass wir halt als Lebewesen die Wahl haben, welchen Bewusstseinsspiegel. Das ist menschlich, herzliche, warme, liebevoll, aber auch das kalte Intellekt, Reptiloide, was hochintelligent sein kann, aber eben auch sehr Anbindung, vorparadiesische Zustände. Ich bin mit meinem Bewusstseinsspiegel im Herzen der Erde und entwickle mich mit der Erde mit, also mit dem Kollektivbewusstsein mit, bin aber auch ins Kollektivbewusstsein angebunden. Sündenfall, ich kappe diese Bindung, weil mir was direkt vor die Nase gesetzt wird, was einfach näher dran ist, was ein reptiloides Bewusstsein hat, was mir die Intelligenz gibt, die sie bei uns Minensklaven haben wollten, uns aber auch vom Herzen trennt, erstmal. Ja. Und
Die schönsten Fundstücke, die ich dann hatte bei der digitalen Suche, waren dann diese alttürkischen und griechischen und römischen Münzen, die wirklich den Lebensbaum im Paradies zeigen, mit zwei Stelen links und rechts, wo das Blegu abgebildet ist. Also vor 2500 Jahren wussten sie noch, worum es eigentlich geht hier. Das war jetzt sozusagen. Und zwei würde auch stehen für die beiden Arten? Also das Alte und das Neue? Weiß ich nicht. Könnte. Könnte. Es könnte. Aber an sich, wenn es jetzt in einem Ölschiefer drin ist, dann gehe ich mal davon aus, dass es zweimal das Alte war. Ja. Jetzt nur so vom Alltagsverstand her. Aber vielleicht auf einer symbolischen Art und Weise. Naja, weil man ja zwei, um das darzustellen, würde ja ein Gefäß oder ein das genügen. Aber zwei würde ja die unterschiedlichen Eigenschaften auch vielleicht darstellen. So, das ist jetzt alles sozusagen Exkurs, weil das Black Goo als Thema an sich hat zwar interessante Aspekte, weil aus dem Black Goo konnten wir entwickeln eine Art Antidot, also Globuli rausziehen, die, wenn man sie nimmt, diesen Sündenfall auch wieder heilen. Und also die Leute, ein homöopathisches Mittel, was uns wieder ans Kollektivbewusstsein anbindet und diese ganze mehrtausendjährige Exkursion in die Hölle beenden können. Das ist also, wenn man sich mit so finsteren Themen beschäftigt, faszinierend, wie plötzlich so eine Perle sich daraus entwickelt und eine Chance sich entwickelt, die, wo man sonst gar nicht hinkommt, weil die meisten Leute machen ja einfach dicht bei solchen Sachen. Natürlich, das ist nichts für jedermann, aber die positiven Eigenschaften, da denkt man ja, das wäre toll, wenn wir wirklich ein Gefühl der Verbindung mit allem haben könnten. Und wenn das so machbar wäre, wirken diese Globuli so? Hast du da Erfahrung mit? Also ich kenne drei verschiedene Wirkungen von Leuten, wo ich jetzt live dabei war und interviewt habe, wie es denn war. Bei einer schwer Morgellon-Kranken, die starke Anbindung an dieses andere Bewusstsein hatte, da kommen wir gleich nochmal, wieso und weshalb, war es ähnlich wie eine Ayahuasca-Zeremonie. Also massive Übelkeit und Erbrechen über den Morgen und danach besser. Ich habe es empfunden wie eine Art Grenzschicht, die durch den Körper wandert. Fängt an irgendwie, also erstmal muss ich sagen, ich hatte Black Goo-Kontakt von der bösen Sorte. Das übernimmt das Bewusstsein, das macht die Chakren tot. Ich war quasi infiziert mit diesem Bewusstsein, wie frisch aus dem Paradies vertrieben. Ja, das heißt. Du hast das selber erlebt. Also ich war in dem Zustand für zwei Tage drin, bis wir dann im Schnellverfahren im Prinzip die Informationen von diesen Steinen auf Globuli gezogen hatten über Radionikgeräte und ich dann das Gegenmittel getestet habe als erster. Und dann ging das halt von Füßen her, ging das hoch, immer so spürbar über Nacht, schlaflos die Nacht, wie so eine Grenze, die durch den Körper wandert. Morgens komplett abgetrennte Gefühl von Kopf, der war noch irgendwie in diesem Reptilien-Ding drin und der Körper war irgendwo, keine Ahnung, bis sich das dann so 10 Uhr morgens aufgelöst hat. Und als der Prozess durch war, habe ich wirklich gemerkt, wie Mutter Erde von unten in mich eintritt. Total schöner Prozess. Also emotional total berührend. Ich habe dann irgendwie gelacht und geweint. Und man kennt ja so einen Resonanzraum, wenn man spricht. Ja, wenn man gut im Fühlen ist, dann geht das so mal im Bauch unten rein, so satt, die Resonanz. Ja. Und das ging bis ins mittlere, bis in den Mittelpunkt der Erde. Das ging diese Sprachresonanz runter, also gefühlt. Ja. Man macht das ja oft in Meditationen, dass man sich erstmal erdet und sich dann vorstellt, dass man bis in die Erde reingeht. Und so passiert das. Und das war aber nicht ich, das kam von unten. Das hat mich von unten übernommen. Ja. Und klar, Egoverlust total, muss man auch bereit zu sein, aber schön. Und das Dritte war ich mit jemandem zusammen, der schon sehr weit ist in seiner persönlichen Entwicklung, der ohnehin gut angebunden ist. Und ich habe ihm mal ein paar Pillen gegeben, das war auch schnell durch bei ihm. Also da ist nicht mehr viel zu holen bei solchen Leuten, die schon ein relativ hohes Bewusstsein haben. Ich habe halt nur gemerkt, wie das Gespräch sich dann verändert hat und nicht irgendwie 90% gesprochen und 10% telepathisch, sondern waren dann plötzlich so 80% telepathisch und reden brauchten wir kaum noch. Ne? Einfach so eine total schöne, emotionale, ganzheitliche Anbindung ans Gegenüber. Also kann man sagen, je nachdem, wo man steht, sind unterschiedliche Effekte zu erwarten. Das ist wahnsinnig spannend. Ich glaube, da muss ich erstmal ein bisschen Luft holen und die Zuschauer auch. Wir machen ja hier wirklich jetzt einen Schnelldurchgang über Themen, die für die meisten erstmal wahrscheinlich überhaupt so Science-Fiction-mäßig sind, dass man sie sich nicht vorstellen kann. Aber du hast es wirklich selber erlebt. Es ist also nicht irgendwo in Amerika von irgendwelchen YouTube-Videos, sondern selbst erfahren. Ich denke, wir können auch ein paar Bilder einspielen, wenn wir es nicht schon getan haben.
Können wir, schauen wir mal, du gibst mir sicherlich ein bisschen was. Und ja, was macht das jetzt mit dir? Was ist jetzt für dich das, die Quintessenz? Ich frage mich ja mal, was kann der Zuschauer da jetzt mit anfangen? Oder was siehst du da als Chance oder als Gefahr? Na, ich denke erstmal, man kann mehr verstehen, wie die Welt ist und warum sie ist, wie sie ist, und kann frei Entscheidungen treffen, wo man mit seinem Bewusstsein hin möchte. Ja, ich meine, das holt im Prinzip nochmal das alte Wissen hoch und stellt es auf eine wissenschaftliche Basis. Das heißt, für mich ist es eine große Chance, dass Leute, die, sag mal, durch diese Geißel der Aufklärung emotional und spirituell blockiert sind, einfach sagen, hey, die Wissenschaft hat das jetzt eingeholt, das alte Wissen, und wir dürfen das wieder annehmen und dürfen auch mal wieder auf unser Seelenleben achten, weil das Seelenleben ist Teil der Physik. Ja, das ist ein Effekt, den ich mir total wünsche. Ja, das ist jetzt nur im Positiven. Und wenn dann jemand sagt, hey, her mit dem Globuli, wir können liefern. Ja, ja. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, an diesem Black Goo hängen Phänomene dran, die sehr entscheidend werden in der Zukunft für die weitere Entwicklung der Menschheit. Und das hängt wiederum mit der Morgellonschen Erkrankung zusammen. Mhm. Das ist eine Sache, die hat sich komplex entwickelt, und da bin ich auch nur Schritt für Schritt hingekommen, das zu verstehen. Und zwar, wenn man reinguckt in die Literatur, da findet man unter Morgellons irgendwie Psychose und Fachbegriff Delusional Parasititis, also eingebildete Parasitose, weil die Leute sagen, sie hätten das Krabbeln im Körper, sie wären voll mit Parasiten, die in ihnen rumkraxeln. Und das kann ich natürlich erstmal abtun als irgendwelche Nervenreizungen. Ja. Aber manchmal kommt es ja aus der Haut raus. Aber die Kara hat ja gesagt, im Grunde, wenn es rauskommt, ist es noch gut, weil dann ist es eigentlich, es kommt raus. Aber es ist eigentlich in fast jedem drin, ohne dass es rauskommt. Das Ding ist, man kann jemanden von Morgellons heilen. Das war der zweite Teil der medizinischen Arbeit, die wir gemacht haben, ein Therapeutikum zu entwickeln. Und die Morgellons sind nachweislich komplett weg aus dem Körper, schon nach 3 Wochen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Durch die Globuli jetzt, oder? Nee, nicht durch die Globuli, sondern darüber, das Milieu im Körper wiederherzustellen. Pilzerkrankungen sitzen aufs übersäuerte Milieu und auf bestimmten Vorerkrankungen. Die Schwermetallvergiftungen verursachen, wenn ich das rausräume, komplett in den Untergrund, gehen die Morgellons von alleine leicht wieder weg. Aber das Krabbeln nicht. Und das war der spannende Punkt. Das Krabbeln bleibt. Das Krabbeln ist dann letztendlich, war die ersten Erfolge, damit das in den Griff zu kriegen. Wenn man das Black Goo selber in die Nähe eines Morgellon-Patienten kriegt, dann verhundertfacht sich das Krabbeln. Mhm. Also die Patientin ist fast durchgedreht, wahnsinnig geworden, nur durch die Präsenz von diesem Stein. Und mit dem Medikament und eben diesem einsetzenden Ayahuasca-Effekt ging das dann auch in die Heilung. Mhm. Das heißt, da ist noch was anderes bei den Morgellons. Es ist nicht nur die Nervenschädigung von irgendwelchen Pilzfasern, und das Krabbeln ist auch so, dass das sich bewegt im Körper. Das sind wie 8 Fingerabdrücke oder 8 Krallenabdrücke, die durch die Gegend wandern, vorzugsweise Leber, gerne auch mal Milz sitzen. Und das können halt Einzelne sein, das können auch Hunderte sein, je nachdem. Und da ist einfach an dieser Morgellonschen Krankheit, war da immer noch was, was wir mit den Augen nicht in den Griff kriegen. Mhm. Ja? Weil man kann es nicht sehen. Und das wäre jetzt quasi. Und da, wenn man wiederum reinguckt in die Geschichte von Black Goo, da gibt es so semi-dokumentarische, semi-fiktionale Texte, wo das mal thematisiert wird, gerade diese schwarzen Steine von Lovecraft mit dem Cthulhu-Mythos, wo sie sagen, in Symbiose mit diesen Steinen leben Dämonen, die wir als Menschen beschwören können. Mhm. Und denen wir Blutopfer bringen, also vorzugsweise Kinder und so weiter und so fort. Also diese ganze komplex schwarze Magie hängt damit dran, und diese schwarzen Steine sind der Dreh- und Angelpunkt der schwarzen Magie. Und auf der anderen Seite dieser Steine sind eben unsichtbare Wesenheiten, die wir in der Mythologie Dämonen nennen, die wir aus dem modernen physikalischen Weltbild vielleicht transdimensional nennen können, also auf einer anderen Realitätsebene, mit der wir nur bedingt wechselwirken. Und wenn ich mir die Morgellon-Fruchtkörper genau angucke, also die Champignons, die im Magen-Darm-Trakt und im Uterus wachsen, die sind zweigeschlechtlich, die haben
insektoide Merkmale, also irgendwie humanoid, aber noch mit insektoiden Merkmalen oder arachnoiden, speziell Facettenauge mit diesen Hexagonen, spinnenmäßig. Ja. Und die bilden fortpflanzungsfähige Geschlechtsorgane aus, wo rote Blutkörper oder rote Stammzellen, sage ich mal, eine Rolle spielen von einer völlig unbekannten Spezies. Und es gibt diesen Effekt des Biophotonenklaus. Also wenn diese Generation von Fruchtkörpern durch ist nach 28 Tagen, gibt es eine ganz schwierige Phase für die Patienten, wo ihnen Licht entzogen wird. Mhm. Das ist wie so eine Pumpbewegung, die den Kopf leer saugt, rhythmisch. Und dann fließt alles eben zu diesen Fruchtkörpern unten. Und die Biophotonen, das ist ja eigentlich die Lebensenergie. Das ist Lebensenergie. Pop und so weiter. Also das ist das, was ich im Medizinischen habe. Ich habe im Medizinischen eine dann nicht mehr sichtbare Spezies, noch mit sichtbaren Fortpflanzungsorganen, aber die nächste Generation nicht mehr sichtbar, die Biophotonen rhythmisch klaut. Und danach habe ich medizinisch etwas, was sich anfühlt, als würde es durch den Körper krabbeln. Ja, aber nicht mehr sichtbar. Und wenn ich eben mich mit schwarzer Magie beschäftige, dann habe ich halt Dämonen, die ich gerne anrufen kann, weil die sind hochintelligent und stellen mir ihre Magie zur Verfügung. Und als Gegenleistung muss ich mein Licht opfern. Ja? Werde ich sozusagen zum Wirt für Lichtparasiten. Das ist der gesamte Deal in der schwarzen Magie. Und für mich sieht das aus, als würde das ganz gut passen. Und wenn ich zu den Spezialisten gehe, zur Bekämpfung schwarzer Magie, namentlich zum Sufi-Orden, die sagen, wir haben keine andere Aufgabe, als die Menschheit vor den Auswüchsen dieser Dämonenvölker zu bewahren. Ja, die erzählen einem haarklein, was das für welche sind. Und sagen eben auch, die können sich geschlechtlich auf ihrer Ebene fortpflanzen. Tun sie aber nicht gerne, weil sie nicht besonders nett zueinander sind. Ja? Deswegen gehen die Männer auch gerne hin und benutzen Menschen zur Fortpflanzung. Mhm. Und offensichtlich sind die so gut organisiert, dass sie das über Morgellons tun, die dann entsprechend über zwei Generationen, eine Pilzgeneration, Pseudomorph nach ihrem Wesen und die zweite Generation geschlechtsreife Zellen, in den befallenen Menschen eben Dämonennachwuchs kreieren, der dann so in einer kleinen Größe erstmal durch den Körper krabbelt. Und das war erstmal nicht so schön zu betrachten. Ja. Jetzt die Frage ist, was tut man dagegen? Ja. Natürlich den Nachwuchs erstmal eindämmen, indem man zusieht, dass diese Morgellons verschwinden. Ja. Als Krankheitsbild. Weil dann können die nicht allzu viel besetzen bei uns und nicht allzu viel ausrichten. Das ist das eine, eben die medizinische Lösung. Das andere ist, das ist eine politische Sache. Wir hatten das ja mal in Deutschland. Mhm. Ja, es gibt ein wunderbares Buch, das nennt sich Das Schwarze Reich, wo auf 800 Garmin, Seiten mit 150 Seiten Quellenangaben nachgewiesen wird, wie schwarzmagisch aktive, rituell aktive Kreise die Herrschaft über ein Staatsapparat übernehmen und wir wissen, wie sowas dann aussieht mit KZs und diesem und jenem. Mhm. So, jetzt gucke ich mal, was haben wir drüben in Staaten? Da haben wir eine wunderschöne Administration, die von Skull and Bones Leuten durchdrungen ist, bis zum geht nicht mehr. Wir haben eine Homeland Security, die FEMA-Camps baut. Ja. Wir nennen das Kind ein bisschen anders, das Bild ist das gleiche. Ja. Und wir müssen uns einfach mal kollektiv als Menschheit an den Gedanken gewöhnen, dass wir hier ein paar Millionen praktizierende Satanisten auf dem Planeten haben, die sich diesen Dämonen untertan gemacht haben, sich von denen aus und die Pläne haben. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema Geoengineering. Wir werden nämlich für die gerade geoengineert. Damit sich die Erde quasi umwandelt, damit die hier leben können, aber wir als Menschen eigentlich nicht mehr. Wir als Menschen nicht als Licht. Wirte, ja. Wir dürfen in irgendeiner Form vor uns hin vegetieren, damit noch genug Fleisch da ist, was man biophotonentechnisch leer saugen darf. Ähnlich wie bei Matrix, also diese Batterien, die Menschen, Matrix ist perfekte Bild. Ist ja wirklich gezeigt alles. Ne? Und die spinnentypische Form ist in Matrix ja drin, in diesen Maschinenspinnen. Ja. Und die, der Spy, ja, der den er am Anfang in den Magen reinbekommt und das Bewegungsmuster unter der Sonde. Genau. So fühlt sich so ein Biest nämlich an, okay, wenn man es in sich hat.
Kann es also Leute geben, die verrückt werden, weil sie irgendwas solche Symptome haben und sie gehen zum Arzt und das eingebildete Parasit? Ja, das ist Standard. Die Leute kriegen Psychopharmaka das sowieso, oder ja. werden nach Hause geschickt. Die drehen ja dann durch. Also das könnte eben was sein. Es gibt eben einen weiten Bereich auch von Mind-Control-Opfern, die auch Symptome haben, die denken, da ist irgendwas, was von außen, wo sie beschossen werden. Kann das auch sowas sein oder ist das noch ein zusätzliches? Du hast ja auch erzählt, dass es auch diese Technik gibt, fremde Gedanken auf jemand anderen zu projizieren oder zu senden technisch. Dazu nochmal das ganze Interview am besten angucken. Ja. Die Technik ist dieselbe, also das, was in der Biologie eben dieser Morgellons Lebenszyklus ist, der übrigens in der Raum und Zeit in den Ausgaben November, Dezember, Januar, Februar bildlich gut beschrieben ist. Das ist auf der biologischen Seite, hängt das mit diesen transdimensionalen biologischen Strukturen zusammen und gemacht wird es unter anderem, weil diese blöden Dämonen offensichtlich den Geheimdiensten versprochen haben, wenn ihr das macht, kriegt ihr eine absolute Bewusstseinskontrolle über eure Schäfchen. Hm. Ja? Ja. Und das ist ein spannender Punkt, weil wenn ich mir vorstelle, diese ganzen soziopathischen Kontrollfreaks an den Schaltstellen in Geheimdiensten, die der Meinung sind, sie würden uns beherrschen. Hm. Wenn die spitz kriegen, dass die gelinkt werden und eigentlich von wem anders beherrscht werden in dem, was sie tun und manipuliert werden in dem, was sie tun. Das ist der Punkt, wo ich das Gefühl habe, das ist ja bei da kann sich was drehen und wenden noch. Bei den Super Soldiers im Grunde sind die ja schon erschaffen worden von den, sage ich mal, Eliten, obwohl das ja viele Fraktionen gibt, um gegen eine andere dunkle Macht, also quasi eine dunkle Macht hier auf diesem Planeten, die Kontrolle haben will, Supersoldaten entwickelt, um gegen eine andere dunkle Macht zu kämpfen. Ja, dann sollen sie mal aufhören zu kämpfen und sollen lieber die unterstützenden Maßnahmen bleiben lassen, zum Beispiel dieses Partikelplasma zu sprühen und die Morgellons zu verbreiten. Natürlich. Das wäre ein Wunsch, dass sie das erkennen, was sie damit machen, dass sie dann selber auch auf der Speisekarte stehen, diese anderen Kräfte. Wir müssen irgendwie das abschließen. Ich würde gerne noch sagen, dass es ja auch eine spirituelle Komponente gibt. Das heißt, wir als Menschen haben etwas, was höher ist als all dieses, was da dieses Kalte und Negative ist. Und das heißt, wenn wir Vertrauen haben in die Schöpfung und selber uns als groß wahrnehmen und das liebevoll und das Herz öffnen, sind wir dann da gewappnet gegen diese Mächte? Also die Sufis sagen das und ich würde damit übereinstimmen. Man kann natürlich im Weltlichen was tun und in eine bestimmte Richtung wirken. Aber letztendlich, wenn das jetzt eine Auseinandersetzung wird, wo sich entscheidet, ob wir assimiliert werden von pfiffigeren Lebewesen oder ob wir selber bleiben dürfen, die Schlacht wird in den Herzen ausgetragen. Ja. Weil in dem Moment, wo wir im Herz sind und unsere Herzensenergie sozusagen als Gesamtsystem unterordnen, die Liebe in die Kommunikation tragen, sehen die relativ alt aus, weil mit diesen Energien können sie nicht umgehen. Die können sie nicht ausstehen, die können sie nicht ab, die können sie nicht kontrollieren, die können sie nicht manipulieren. Genau, da geht das, gar nichts. Ja, das ist halt das eine und das andere jetzt, was die direkte Besetzung betrifft. Das ist sowohl spirituell als auch medizinisch. Das geht nur in einem übersäuerten Körper. Ja. Das geht nur in einem schwermetallhaltigen Milieu. Diese ganze Biologie kann nur in Lias-Epsilon-Bedingungen leben. Ja. Sprich schwefelverseucht und schwermetallverseucht. Und wenn wir aufhören oder wenn wir nicht mehr zulassen, dass bestimmte Entitäten dieses Gift auf unseren Speiseplan bringen, ja, also Glyphosat ist ein Punkt, hemmt die Schwermetallentgiftung, Die ganzen Glutamat. Glutamat ist glaube ich, nicht so das Ding. Die bestimmte Komponenten von gentechnisch modifizierten Pflanzen, die halt den Morgellons beim Wachstum die Baustoffe für die Zellulosehüllen zur Verfügung stellen. Also da ist irgendwo ein Zusammenhang. Wenn wir zusehen, dass wir halt dieses Milieu im Körper auch wieder in basischen Bereich bringen durch eine vernünftige Ernährung, nur reifes Obst essen, was halt basisch macht und dich übersäuert, die Leber in Ordnung. Wenig Fleisch oder kann dir da ausheilen, Borreliose ausheilen, da gibt es ja neuerdings auch Möglichkeiten zu. Dann kann uns diese Biologie rein theoretisch nichts.
Okay. Ja. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist und bleibt das Herz. Das würde ich gerne auch als Schlusswort gelten lassen, weil man ist so hilflos und es kann Angst machen. Aber du hast in den anderen Sendungen auch schon gesagt, Angst ist das, wo diese Kräfte natürlich andocken können. Also wer in der Angst ist, der ist ein Opfer. Und das heißt, das zu überwinden, und wir können die Angst nur überwinden, wenn wir uns klar machen, dass es eine höhere Macht gibt als diese Machenschaften, die da laufen, und diese Entitäten, dass wir über unser Herz, dass diese Herzfrequenz über all dem ist, was die manipulieren können. Ich habe das mit David Eichmann in einem Interview, hat er sehr schön erklärt, dass er sagt, sie können uns manipulieren über den Verstand, klar, über Emotionen, Bauchgefühl auch. Man sagt ja, hör auf deinen Bauch, ist Quatsch. Das ist nicht die höchste Instanz, hör auf dein Herz. Und das ist nämlich die Ebene, die in einer Frequenz ist, die die nicht erreichen können mit all ihren Manipulationsmethoden. Das heißt, diese Herzensqualität, die wir als Menschen haben, im Gegensatz zu den Reptiloiden, ist eben dann auch nicht angreifbar. Aber das ist bei den meisten Menschen so unterentwickelt, weil wir von klein auf erzogen werden, nicht auf unser Herz zu hören, sondern auf den Verstand oder aufs Bauchgefühl. Das heißt, das ist eine bewusste Arbeit an unserer Liebesfähigkeit, an unserer Herzqualität, aber wir haben als Menschen eben diese Fähigkeit, darüber zu wachsen. Vielleicht noch eine Sache, die ein bisschen versöhnlich ist. Ich versuche immer, auch das große Panorama zu kriegen. Und wenn ich jetzt so in die Erdgeschichte zurückdenke, es gibt ja eine ganze Reihe von Evolutionsstufen. So die Spinnen waren mit die ersten, die das Land bevölkert haben, haben die erste vollständige Evolution hinter sich gebracht. Danach kam was wir gar nicht mehr haben, was drachenähnlich ist. Danach kamen die Reptiloiden-Lebensformen auf der Erde und danach die Humanoiden. Und es gibt ein paar spirituelle Quellen, die darauf hinweisen, dass alle Schöpfungen vor uns im Prinzip von der untersten Stufe, dem Arachnoiden, also den Spinnen, Nachfolgelebewesen, assimiliert worden sind. Und zwar immer in dem Moment, wo man versucht aufzusteigen in die Bereiche, wo das luziferische Bewusstsein keine Bedeutung mehr hat. Es gibt, glaube ich, in Herr der Ringe so eine Szene, wo Frodo, glaube ich, von so einem Spinnenwesen auch wirklich eingesponnen wird. Das nur nebenbei. Das heißt, das taucht überall in den Filmen. All diese Facetten tauchen auf. Ne? Und also auch die, wenn ich jetzt da reingehen wollen würde letztendlich und sage, ich beschäftige mich mit Reptiloiden oder Dracos, was man ja tun kann, wenn man das will. Ja. Letztendlich wollen die auch befreit werden von dieser älteren Besetzung, die von ganz unten kommt. Und das ist einfach ein schönes Bild für wie das höherdimensionale Universum aufgebaut ist. Und das offensichtlich hört man ganz viel. Müssen alle Schöpfungen durch diese Prüfung durch. Ne? Und nur wenn sie wirklich in Liebe sind, können sie über eine bestimmte Stufe hinaus aufsteigen. Also könnte man fast sagen, diese Kreaturen sind die Wächter, die an der Pforte zum Paradies stehen. Also wenn ich von der siebten Hölle, wo wir sind, in den ersten Himmel will, in den Bereich, wo man eine direkte Anbindung an Gott hat, wenn wir noch anfällig sind für dieses reptiloide Bewusstsein und für das Spinnenbewusstsein, wenn wir uns dem nicht aus eigener Kraft entziehen können, haben wir da oben auch nichts verloren. Von daher ist es irgendwo so eine Art Wächterfunktion, der wir auf der richtigen Ebene, nämlich auf der Herzebene, begegnen müssen, um an ihr vorbeikommen zu können. Und damit verliert es an Schrecken. Ja, wenn ich jetzt in weltlichen Abwehrmaßnahmen, also da muss ich den Sufis dann recht geben, die meinten, guck da gar nicht hin, beschäftige dich nicht mit denen. Da hast du bist auch keine denen Chance nicht als gewachsen. Einzelne. Genau, die haben mich so als Laien empfunden und empfangen, wie sie jeden anderen Laien. Ich bereue es nicht, dass ich hingeguckt habe. Und vielleicht, um die Glaubwürdigkeit von dem zu erhöhen, bei der Erstveröffentlichung der Morgellon-Bilder hatte ich eine sehr seltsame Begegnung im Foyer. Das war bei der DGIM in Lindau, wo ich gerade meinen Vortrag gehalten hatte, dann draußen war und dann spricht mich ein komplett grauhäutiger Mann an, erzählt irgendeinen Schmarrn, spricht mich an auf einen Bekannten, den ich seit 8 Jahren nicht mehr gesehen habe, nur weil der bei mir auf einer Internetseite mal erwähnt ist. Erzählt irgendwas, was er nicht sagen wollte, ich nicht hören möchte. Und während ich da stehe, merke ich nur, wie Funken aus den Fingerspitzen sprühen. Richtig strommäßig. Hat er die Energie Richtung abgesaugt? Der hat mich komplett leer gesaugt. Ja. Innerhalb von 10 Sekunden war ich flach wie eine Batterie, wo nichts mehr geht.
Und als ich leer war, schießt irgendwas aus seinem Solarplexus raus, in meinen Solarplexus rein, über Bande, sofort in die Leber. Und dann habe ich für eine Woche lang das Krabbeln gehabt, ohne Morgellons. Ja, also Delusional Parasitis, ich darf jetzt eingeliefert werden, weil ich auch geisteskrank bin. Ja, ja. Und habe das Ding weggekriegt, nur durch eine konsequente Entsäuerung der Leber. Also sofort Gegenmaßnahme ergriffen, C-Candida auskuriert im Schnelldurchlauf, Leber entsäuert, habe 3-4 Tage Gift und Galle gespuckt. Und erinnerst so ein bisschen an die grauen Herren in Momo? Der Vater vom Ende war ja auch angebunden an der Stelle. Das heißt, der Kleine muss Insiderwissen gehabt haben. Der hat nicht umsonst von grauen Herren geredet. Sehr interessant. Und einfach nur, ja, und das ist nicht das erste Mal. Ich habe schon mal Begegnungen mit grauen Herren gehabt in früherer Zeit, wo jemand versucht hat, in mich auf die Art und Weise einzudringen. Also das scheint zum Standardrepertoire von bestimmten Logen, die schwarzmagisch orientiert sind, dass die halt mit diesen Biestern leben und diese Biester dann auch mal durchtunnelt zu wem anders, wenn das gerade ansteht. Also es ist real. In dem Sinne. Es ist nicht real im materiellen Sinne, aber es ist real als eine Erscheinung, die man höherdimensional verstehen kann und vielleicht verstehen sollte. Einfach als kleiner Motivationsschub, um sich um Dinge zu kümmern, um die man sich sowieso kümmern sollte. Nämlich das Milieu biologisch im eigenen Körper, dass es nicht zu sauer wird und zu vergiftet. Und die Herzensqualität, eben die Herzensqualitäten. Ja. Also raus aus der Angst, rein ins positive Wollen und Tun. Wunderbar. Du hast so viel Wissen, wir können das in so einem Interview natürlich alles gar nicht umfassend rausziehen. Hast du eine Homepage oder wie erfährt man, es gibt etliche Interviews bei YouTube schon von dir oder mit dir. Wie kann man weiter mehr darüber erfahren? Also ich versuche das, was wir rauskriegen in der Runde auf YouTube in den verschiedenen Interviews immer fürs breite Publikum online zu halten. Wer es ganz genau mit Hardcore-Physik wissen möchte, auch diese Höherdimensionalität vom Kosmos, wie man das korrekt nach Einstein rechnen müsste und so weiter, da ist im Hesper Verlag ein Buch in Arbeit. Ah, ja. Titel noch nicht klar, aber von mir wird es sein. Okay. wo ich mal zusammengetragen habe, die gesamten naturwissenschaftlichen Grundlagen, die eigentlich dieses höherdimensionale Weltbild auch mit einer höherdimensionalen Biologie zwingend vorschreiben. Also da nicht hinzugucken, ist auch physikalisch völlig sträflich. mit dem Wissen, was wir haben können, wenn wir es denn annehmen. Natürlich, Oberstufenniveau Physik ist limitiert. Aber wenn ich dann reingucke in Sachen wie Topological Geometry Dynamics und Global Scaling und die Skalarphysik mit Skalarpotenzialen, die sich irgendwann auch mal abkoppeln können, um Parallelwelten zu kreieren. Das ist alles komplett physikalisch, logisch, stringent und die Schöpfung kann eigentlich nicht anders aussehen als so. Wahnsinn. Und offensichtlich haben wir die ersten Begegnungen damit gerade. Sehr interessant. Und diese Globuli, kann man die irgendwie über dich bekommen? Oder sagen wir so, zu diesem Zeitpunkt, wir sind in Verhandlungen mit BioPure, das ist der Hoflieferant von der Klinghardt-Schule, die sich eben um diese Milieumedizin auch wunderbar kümmert. Und ich denke mal, ich kann es nicht versprechen, aber so wie die Verhandlungen aussehen, übernehmen die alle Produkte in den Vertrieb bei sich. Stellen sie her, weil wir dürfen ja keine Ergänzungsmittel zu Hause abpacken und irgendwie verschicken, dann ist man schneller im Knast, als man A sagen kann. Ja, oder auch das überhaupt Heilsversprechen zu machen, ist auch schon sehr heikel. Deswegen deuten wir es nur an und ich hoffe, wenn diese Sendung online geht, dass vielleicht dann auch schon da ein Link oder irgendwie was. Ja, das müsste, also ich hoffe, in 1-2 Wochen die ersten Sachen lieferbar zu machen. Okay, wunderbar. Wie gesagt, wir müssen es irgendwo abschließen. Ich danke dir für diesen umfangreichen Einblick. Es ist wahrscheinlich für ganz viele Menschen totaler Humbug, aber du hast es so gut dargestellt und es gibt eben ganz viele Menschen, die damit zu tun haben. Es gibt ganz viele Hinweise im Internet, Interviews, die auf das Black Goo, auf die Morgellons und all diese Aspekte und eben in ganz vielen Science-Fiction-Filmen. Das ist ja das Interessante, dass wirklich all diese Dinge gezeigt werden. Und ich habe mal vor Jahren Virgil Armstrong, der auch ehemals CIA-Mitarbeiter war, der dann viel sich mit UFOs befasst hat und auch darüber gesprochen hat, und der sagte, die da oben, wenn wir sie so bezeichnen, also diese Control-Freaks,
zeigen uns auch diese Dinge, und die, wenn wir später sagen, wieso habt ihr uns denn all das nicht gesagt, dann sagen die, wir haben euch das gesagt in dem ganzen Film. Das heißt, da ist überall eine Wahrheit drin. Es ist natürlich schwer, da den Überblick zu behalten, aber so vieles von dem, was du erzählt hast, kenne ich aus Akte X, aus Fringe, aus 1000 Science Fiction. Vielleicht gucke ich einfach zu viel, aber es ist da. Ja, man muss immer gucken, was ist Warnung, was ist Ansage, ja. Was ist auch selbsterfüllende Prophezeiung. Klar, ja. Weil viele Dinge, die man so sieht an medialen Produkten. Ich kann mich entsinnen, es gab ja diese heiße Phase, wo eine Atombombe im Olympiastadion in Berlin explodieren sollte. Ja. Wo ein paar Dinge dabei waren, die darauf hingewiesen haben, wo ich das Gefühl hatte, das ist bewusst gemacht, also absichtlich gesetzt. Mhm. Die allermeisten Sachen hatte ich das Gefühl, da war nur Kreativität am Werk. Das heißt, alle Leute, die schöpferisch tätig sind, haben einen mehr oder weniger bewussten Anschluss an ein Kollektivbewusstsein, was die Zukunft schon kennt. Die Time Monks haben das ja wissenschaftlich ausgearbeitet und lassen Programme über den Planeten laufen, die halt einschneidende Ereignisse vorausberechnen anhand von Sprachbildern, die in definierten Abständen vorher regional auftauchen. Also ich glaube, den Tsunami in Indien haben sie auf den Tag genau mit plus minus 5000 Toten vorhergesagt. Mhm. Einfach aus der Metaphorik von Zufallssprache im Netz. Mhm. Also einmal gibt es halt diese Anbindung an ein Kollektivwissen, was auch die Zukunft schon beinhaltet. Und dann kann ich aber auch sicherlich mit diesem Kollektivwissen spielen, indem ich bestimmte Horrorszenarien als selbsterfüllende Prophezeiung vorab dort reinsetze. Das ist letztlich dann auch wieder ein Spiel, was einige spielen mit uns. Sehr bewusst. Und dann ist die Frage, spielen wir es mit? Und es hat ja mit diesen Olympia-Attentaten nicht geklappt. Also da ist vielleicht doch die Schöpfung der anderen, die sagten, wir wollen das nicht. Wir reden darüber, damit es nicht passiert. Vielleicht dann doch die Stärkere gewesen, oder? Ja, das ist aber generell so. Ich habe jetzt in meinem kurzen Leben so aktiv teilhaben können an 3 oder 4 Horrorszenarien, wo ich zwischenzeitlich echt Muffensause hatte. Wenn das eintritt, so wie angedacht und wie das begann, sich zu manifestieren, musst du immer wieder denken irgendwie an die Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg, wo in der Thule-Gesellschaft sich so die weißen und die schwarzen Kräfte Deutschlands versammelt hatten und die Weißen dann mit einem Puster irgendwie raus waren und die Schwarzen sich breit gemacht haben. Ja. Und das ist von der Zeitqualität heute genau andersrum. Mhm. Also überall da, wo ich diese Zusammenballung und Entscheidungsgefechte habe sehen können, haben die Schwarzen sowas von auf die Mütze gekriegt und konnten gehen und die Weißen... Ja, und selbst da, die wollen aussteigen. Du hast die Raptors angesprochen. Da gibt es ganz viele Leute, die auf geistiger Ebene auch mit sowas arbeiten. Und die sagen, ganz viele von denen, die sagen, wir wollen auch erlöst werden. Wir haben auch keine Lust mehr dazu. Das höre ich von ganz vielen Leuten, die damit arbeiten. Aber wie gesagt, das ist ein weites Feld. Und wir könnten noch über verschiedene Zeitlinien sprechen und Parallelwelten, wo es dann wieder ganz anders sein kann bei uns. Aber wenn wir uns als bewusste Schöpfer wahrnehmen, dann sind wir jetzt nicht da einem Schicksal irgendwie ausgeliefert, was, wenn man über all das spricht, was dann beängstigend ist, weil wir da nichts machen können. Aber wir können als bewusste Schöpfer sehr wohl das machen, und ich glaube, das passiert im Moment auch auf diesem Planeten. Ja. Hast du auch einen positiven Ausblick, trotz all dieser düsteren Geschichte, dass sich das, die Menschheit doch positiv entwickelt? Also absolut. Ich betrachte das wie bei Krankheit. Wenn ich eine chronische Krankheit heilen möchte, dann gebe ich ihr einen Stupser in eine bestimmte Richtung und dann habe ich die Erstverschlimmerung, damit die Symptome dem Körper wirklich deutlich werden. Ja. Und dann kann der Körper erst anfangen, nach dieser chronischen Krankheit überhaupt auf die Erreger zu reagieren und räumt sie raus. Und so betrachte ich die Phase, durch die wir laufen. Die Leute demaskieren sich gerade selber. Ja. Ja, und je mehr sie versuchen, ihren Arsch zu retten, desto mehr demaskieren sie sich und desto mehr zeigen sie von ihrer Lebensunwürdigkeit an der Stelle. Ja. Ja, von dem, was sie transportieren und in die Welt bringen. Und desto mehr sie zeigen, desto mehr kann das Bewusstsein wachsen. Wir wollen das nicht. Und das ist wirklich ein Heilungsprozess, der stattfindet. Ich würde niemals so einen Heilungsprozess verurteilen. Ich würde den auch nicht zurückschrauben wollen. Nein, das ist ja auch notwendig. Absolut. Man kann das alles, also inklusive der dunklen Aspekte, kann man im Moment nur bejahen und zusehen, dass man
durch den Prozess durchkommt. Ja. Dass man nicht sagt, ich will davon nichts wissen, davon Nein. kommt keine Heilung. Sondern dass man sagt, ich will das wissen, ich will das nicht mehr haben, ich gehe ich durch. Ich gucke das an, ich sehe das, aber ich lebe in eine andere Richtung und, genau. Und habe meine menschliche Qualität hier und die ist nicht angreifbar. Genau, und das gehört eben auch dazu, in eine Versöhnung zu gehen mit diesen Kräften und nicht zu sagen, die müssen jetzt alle an Laternenmast, wie das in das ist die Gefahr, da natürlich, mal was leider wird. Viele sagen, aber ich glaube, viele sind da auch schon drüber hinweg und sagen, so ist es nicht, es wird sich alles wandeln. Wir sind da mittendrin in dieser Phase. Ich danke dir, dass du da tiefe Einblicke gegeben hast. Wir laden dich sicherlich nochmal wieder ein, weil das ein weites Feld ist, aber auch alles im Wandel ist. Das heißt, wenn wir jetzt viele Interviews machen, die dann irgendwann kommen, dann sind sie schon überholt. Das heißt, wir holen dich irgendwann nochmal ins Studio. Ich danke dir für diese Einblicke und wir sehen uns wieder. Vielen Dank, Harald Kurzweller.